Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Ja, und eben ist mal wieder meine Elgato nämlich abgeschmiert und meinte nämlich, nee, ich nehme das Video nicht richtig auf und flackert die ganze Zeit und so. Musste ich jetzt, und ich habe in dem Part nämlich Ishtar nämlich besiegt. War gerade mittendrin, auch kurz vor dem Gewinn, nämlich diesen. Nee, Rugin. Diesen Arsch hier zu besiegen. Und da meinte die Elgato, nö, hab kein Mal. Wieder keinen Bock aufzunehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an der Software liegt oder an diese scheiß Elgato langsam. Also, das ist jetzt das zweite Mal, dass das nämlich langsam auftritt. Also, letztens ist bei Freedom Fighters mal einmal aufgetreten. Und, nee. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann sein, dass ich mir wirklich eine neue Elgato kaufen muss. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu. Na, kann ich Rea? Kann. Ja, kann ich. Machen wir das hier. Ist ja scheißegal, was wir machen. Kriegen wahrscheinlich eh nur wieder Mistkarten. Mucka Mucka. Mechanische Spinne. Auch eine Scheißkarte. Also wir haben nur Mistkarten draus bekommen. Nebelkönig. Kannst du? Wenn diese Karte aufgedeckt wird, erhöht sich die Kraft dieser Karte um 300 Punkte für jedes Monster im Friedhof des kontrollierenden Spielers. 300. Ja, okay. Wäre mal nicht so schlecht, ne? Kann ich da irgendetwas Starkes rausschmeißen? Dich lasse ich mal drinne. Wie viel macht der? 14. Mucka Mucka. Okay, da sind wir auch noch richtig gut. Ich meine 300 Punkte, wenn wir die relativ spät ausspielen, dann kriegen wir relativ viel Punkte. Also ich bin jetzt permanent an die Elgato gucken hier. Also ich muss jetzt gegen Ishtar jetzt nochmal neu kämpfen, weil ihr habt das schließlich nicht gesehen. Und nochmal. Sorry dafür halt, aber ich kann es ja halt nicht ändern. Ist mir halt sehr spät aufgefallen und selbst wenn mir das relativ früh aufgefallen wäre, hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Ich finde das selber nämlich scheiße, Leute. Also ich weiß nicht, woran das liegt, warum das jetzt hin und wieder mal auftritt. Okay, damit können wir was anfangen. Bei den Vernichtungsfeldern ist es halt so, nämlich die Monster mit über 1500 Punkten werden nämlich automatisch zerstört. Nur mal zur Information, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Mann ey, diese... Vor allem nämlich, es macht sich ja auch, bemerkbar, nämlich, gerade wenn man nämlich irgendwas wie Assassin's Creed oder sowas spielt. Man hat eben halt kein Backup, weil das alles nur aus Checkpoints besteht, das Spiel. Und da habe ich wirklich Angst, nämlich wenn ich dann irgendwann mal Assassin's Creed weitermache, dass ja so eine Scheiße eben halt passiert. Bei Ishtar ist es halt auch so, die hat die meisten Karten, die hat, sind die gleichen, die wir haben. Also die ich habe. Und ja. Ja, seht ihr? Das gleiche Monster. Aber der hat kein Interesse irgendwie auf den Scheißfeld mich anzugreifen. Haben wir irgendetwas? Machen wir es so. Na komm. Nee, fusioniert nichts. Das ist halt das Ding, was ich scheiße finde an der Fusion. An diesem Spiel, man muss irgendwie so eine Liste haben, wo nämlich draufsteht, das und das wird zu das und so. Also ich habe da ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Ein Pinguin-Soldat, ne? Ne, Pinguin-Ritter. Haben sich beide zerstört? Haha. Aber es war auch abzusehen. Habe ich jetzt noch irgendein Monster? Uff, nee, habe ich nicht. Wir machen das so.
Weil ich brauche mal die Sternepunkte, weil ich komme jetzt nicht an ihn irgendwie ran. Ich komme schon irgendwie an ihn ran, aber jetzt sind wir schon so nah, dass er mich trotzdem angreifen kann. Oh, das gibt einen schweren Schlag für mich. Na, 1200 Punkte. Bei 4000 Lebenspunkte ist das halt sehr viel, was abgezogen wird. Im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution. Da sind es, glaube ich, wie viel sind das denn da? Da hat man, glaube ich, 8000 Punkte, wenn ich mich nicht irre. So. Hexer kriegen auf Finsternis, glaube ich, nämlich ein Powerfeld-Bonus, obwohl es eigentlich Wasser ist. Aber dafür sind sie auch auf Wiesen im Nachteil, die Hexer. Der rückt nicht weiter vor. Kriegen wir auch? Ja, Tatsache. Danke für dich. Hä? Ja, danke. Das hat er deswegen gemacht, damit mein Monster zerstört wird. Aber die Niederlage ist besiegelt. Wenn ich die richtigen Karten gezogen hätte. Naja, er kann ja eh kein Monster, was über 1500 Punkte hat, auf das Feld legen. Bis jetzt läuft wieder alles optimal. Frag mich nicht, ey. Also ich bin jetzt permanent an Zweifeln, ob das jetzt alles immer noch so ist, wie ich das haben will. Ja, du hast verloren. Ja, hat verloren. Mal wieder ein relativ fixes Duell. Also, wo ich das eben aufnehmen wollte, hat es auch nicht gerade länger gedauert. Aber ich habe gleich am Anfang, glaube ich, den Wasserdrachen gezogen. Und die Seeschlange. Und da konnte ich mir einen Weg schön nach oben bahnen. Aber jetzt kriegen wir nochmal extra Karten. Also, die Zauberkarte will ich schon nochmal. Ah, egal. Aquamador ist keine gerade schlechte Karte, gerade in der Defense. Aber Verteidigung lohnt sich auch nur zu gehen, wenn man nämlich wirklich in die Ecke gedrängt wird. So, und jetzt ab zum Zombie-Mann. Und mach ja mit, du blöde Elgato, Alter, du Scheißprogramm. Ich liebe das Wetter heute. Richtig schön bewölkt. Sieht immer aus, als würde es regnen. In der Dachwohnung ist das immer ein Segen, gerade im Sommer. Wir haben heute nämlich den 10. Und vielleicht kommt der Alex die Woche nochmal vorbei. Ich weiß es halt nicht. Und ja, weil ich habe ja noch viel mit dem Alex vor. Vielleicht sage ich ihm, er soll mal seine Spiele mitbringen, damit wir die mal aufnehmen können. Also Sprichwort jetzt von... dass wir das nur machen, um nämlich jetzt hier per Handy die Spiele zu filmen, um zu zeigen nämlich, was wir eigentlich so alles für Spiele haben. Also sowas wird ja auch ganz gern auf YouTube gesehen oder wurde, keine Ahnung. Also ich habe das auf jeden Fall vor zu machen, aber ich möchte halt jemand dabei haben, der ein bisschen mitkommentiert. So. Ne, wir sparen und setzen dafür diese. So, nur mal ankommen. Auch wenn ich jetzt Lebenspunkte verliere. Aber Leute, ey, diese gesamten Duelle jetzt hier sind noch nichts im Gegensatz zu Zeto oder so. Weil der hat wesentlich bessere Monsterkarten und so. Dass sich da auch mehr lohnt. Was mache ich jetzt da? Ich lege erstmal die hier. Ich hätte ja auch noch ein Kartenspiel Duel Masters für die PS2. Gibt es ja auch noch nicht auf Deutsch auf YouTube jetzt in kompletter Let's Play Form. Wenn ihr das natürlich sehen wollt,
dann haut's ruhig in die Kommentare, dann werde ich das selbstverständlich auch tun. Weil ich freue mich immer auf Feedback von euch, wenn dann nämlich irgendjemand nämlich sagt, ey, let's play doch das oder ey, wie sieht's damit aus? Oder wenn ihr Fragen bei bestimmten Spielen habt, weil ich das nicht ausführlich erklärt habe, dann, wie gesagt, habt keine Angst, schreibt ruhig. Ich bin jetzt nicht wirklich, ich bin jetzt keiner, der nämlich sagen tut, ey, der hat das nicht verstanden, was ist das für ein Arschloch oder so. So ist es halt nicht, weil ich bin ja schließlich auf euch angewiesen, mehr oder weniger. Und so, weil, wie gesagt, ich krieg so schon kaum Kommentare, wenn dann sind es immer nur Kommentare wie, ja, schau auch mal auf meinen Kanal vorbei oder so. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie ihr, nämlich wenn ihr selber YouTube macht, nämlich und solche Kommentare liest, was ihr damit macht oder was ihr davon haltet. Also, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ich denke mir meistens immer hier, ey, ich versuche mir hier was aufzubauen, eine krasse Community, die irgendwie Spaß an meinen Videos hat. Und dann kriege ich meistens immer, wenn ich dann so die Glocke nämlich sehe, oh, ich habe einen Kommentar. Und dann steht drinne, schönes Video, guck auch mal meinen Kanal vorbei. Ich reiß hier niemanden den Kopf ab, nur weil jemand versucht, nämlich Werbung für seinen Kanal zu machen. Aber, wie gesagt, ich im Moment bin ich auch nicht wirklich so auf YouTube schauen. Also ich gucke relativ selten. Aber vielleicht ist das ist jetzt lebenslänglich gebannt, ne? Ja. Dich müssen wir wegmachen. Es gibt zwar eine Karte, die das aufhebt, aber die habe ich leider nicht. Wo war ich jetzt? Achso, Kommentare. Ja, ich, wie gesagt, ich reiße niemanden den Kopf ab, nur weil man so einen Kommentar schreibt, aber ich gebe darauf auch nichts zurück. Also, ich bin zwar der Meinung, kleine YouTuber müssen sich untereinander helfen, aber was hilft es mir eigentlich, wenn ich mir was aufbauen will, wenn ich das auch unter die... Oh, wir haben schon gewonnen? Ey, wir sind bei 12 Minuten. Krass, dass das so schnell geht. Also ich bin richtig zuversichtlich, dass wir nämlich, beziehungsweise, dass wir richtig schnell hier durchkommen. Oh, Pumpkin! Ich will Pumpkin! So. Scheiße! Bei dreimal falscher Falle gibt es halt keine extra Karte. Weil falsche Falle ist einfach nur die nutzloseste Karte in diesem gesamten Spiel. Ich weiß nicht, wie sie in Real Life ist, die Karte. Weil ich habe die, ehrlich gesagt, nicht. Ah, du wärst ein Narr zu glauben, mich nicht wiederzusehen. Ah, er steht dann wieder auf von den Toten. Meister, heute ist der Tag, an dem du dich mit Heinrich treffen willst. Willst? Wo er muss. Kaum zu glauben, dass bei der Zeichnung wirklich die Köpfe und die Hände so groß sind, als der, also noch größer als der gesamte Körper. August 1485, Yugi Heinrich Tudor landet in Milford Haven. Beeile dich. Somit wird der Weg frei zu Richard Slytherin of York. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich will jetzt endlich meine Spiegelkraft wieder reinholen. Und ein paar andere starke Monster. Raus, raus. Raus. Dich will ich reinhaben. Dich will ich reinhaben. Und meine Spiegelwand. Gut, mehr brauchen wir erstmal nicht. Es war auch ein ganz starker Gegner, der Typ. Aber das sollte sollte man gut damit zurechtkommen. Ich sehe, dass du Rosenkarten hast. Du musst einer von Lord Crawfords Rosenkreuzritter sein. Du könntest zu keiner besseren Zeit kommen. Als ich hörte, dass Yugi gelandet ist, habe ich meine Truppen schnell an die Front beordert,
beordert. Ich war aber viel zu früh da. Es wird noch einige Zeit dauern, bis Lord Crawford und seine Männer eintreffen. In der Zwischenzeit könnten wir ein oder zwei Duelle austragen. Ich habe ein oder zwei Tricks von Seto gelernt, die ich gerne ausprobieren würde. Man hat nicht jeden Tag die Gelegenheit, gegen den großen König Richard III. Von England zu spielen. Wie wär's? Naja, Ladies first, oder? Oder Alter vor Schönheit? So, mal schauen. Der hat hauptsächlich Krieger-Monster, also ist er im Vorteil. Aqua. Achso, der. Ich rücke die mal nach vorne. Vielleicht beißt er an und tut das erste Monster, was er spielen tut, gleich nämlich offenlegen. Damit ich nämlich sehen kann, was er nämlich hat und wie stark es eigentlich ist. Dich lege ich. Eine sehr schöne Riesenschlange. Wenn man keine Spiegelwand hat oder so, hat man bei denen auch ganz schlechte Karten. Weil der hauptsächlich, wie gesagt, das meiste Feld besteht halt aus Wiese. Und da sind halt die Kriegermonster halt am, haben da eben halt einen Vorteil. Und da sollte man eigentlich aufpassen. Komm nur näher. Oh, ich wollte eigentlich den Part beenden. Na egal. Egal, Leute. Aber bis jetzt läuft's alles ganz gut. Vielleicht ist das hin und wieder mal einmalig, dass nämlich eine Aufnahme so extrem abschmiert. Aber da kann man froh sein, dass ich noch keine 25 Minuten aufgenommen habe, weil dann wäre ich an die Decke gegangen, Leute. Ne, warte mal, wie mache ich das? Wie viel hat der? Okay, dann zerstören wir doch lieber. Ach, der ist Aqua, gut. Da kann ich eigentlich auch nämlich dann den Sternboy spielen, bevor ich ihn angreife, oder? Ach ne, ich greife den vielleicht gleich an, da ist der nämlich weg. Kommt schon. M-Krieger 2. Ich glaube, der Effekt von denen ist nämlich, dass der M-Krieger 1, wenn der gespielt wird, dann nehme ich einen Schub bekommt. Verteidigung. Was ist das? Auch ein M-Krieger? Ja, Tatsache. Kannst du noch mehr spielen, außer immer diese gleiche Scheiße. Ja, ein bisschen Schaden kann ich in Kauf nehmen. Sofort Angriff. Wie heißt der? Langarmgreifer 1. Hässliches Vieh. Ich weiß aber nicht, ob der ein Ritualmonster oder ein allgemeines Ritual hat. Ich weiß noch nicht mal, ob es Wächter des Labyrinths. Ey, er spielt momentan nur Schwert der Drachenseele. Im Kampf zerstören Kriegermonster automatisch. Drachenmonster, die gegnerische Angriffseffekt werden außer Kraft gesetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Karte habe ich noch nie in diesem Spiel gesehen. Haben wir es ja schon geschafft. Okay. Haben es schon geschafft, Leute. Ey, das ist wirklich ein sehr kurzes Duell. Keine Beförderung.
Ich habe das so selten mal erlebt, dass irgendwas befördert worden ist. Oh, den Kampfstier. Nochmal. Oh, Kampfstier, was kriege ich? Flammenschwertkämpfer. Oh Mann, ey. Ich muss mal ein bisschen mehr wirklich dafür tun, nämlich 3 Karten in der Lande zu bekommen. Mist, ich habe verloren. Ja, da guckst du blöd, ne? Nun denn, was erwartest du von einem Anfänger? Mach dir darüber keine Sorgen. Wichtig ist meine Leistung auf dem Schlachtfeld. Und mit der Unterstützung von Lord Crawford und den Rosenkreuzrittern ist der Sieg unser. Ich befürchte, dass es nicht so leicht sein wird, Sire. Was? Lord Crawford, es ist Zeit, und was genau meinen Sie, wenn ich fragen darf? Ich fürchte, dass mit Ausnahme von Seto alle Rosenkreuzritter in die Hände des Rosenduellanten gefallen sind. Sie wurden von der Person geschlagen, mit denen ihr euch gerade duelliert habt. Sir, darf ich euch den Rosenduellanten vorstellen? Was? Und darf ich noch hinzufügen, dass ich mich entschieden habe, Yugi und den Lannisters in ihren Streben nach Macht zu folgen? Was? Mein Duell mit dem Rosenduellanten hat mir die wahre Bedeutung von Macht gezeigt. Der Rosenduellant könnte sogar mächtiger als Seto und die Rosenkreuzritter sein. Das würde bedeuten, dass Yugi mit der Landung seiner Truppen erfolgreich sein könnte. Mit dem größten Duellmeister als Unterstützung für die Lannisters ist den Yorks die Niederlage vorherbestimmt. Ich wäre ein Narr, mich nicht auf die Seite des Siegers zu schlagen. Und was ist mit eurem Sohn, der als Geisel gehalten wird, Lord Crawford? Du würdest es nicht wagen, ihm nur ein Haar zu krümmen, wenn du und deine Truppen besiegt werden. Ich glaube, Yugi und seine Armee sind eingetroffen. Showtime, Sire. Oder Sire, keine Ahnung. August 1485. Die letzte Schlacht der Rosenkriege beginnt in Broswardfield. Einige Zeit später. Ein Pferd. Mein Königreich für ein Pferd. Richard der Dritte fällt im Kampf. So nimm diese Entlohnung, welche lang verschollen aus dem Tempel dieses armen Wesens. Möge sie dir zur Freude gereichen. Trage sie, erfreue dich ihrer und nutze sie zu deinen Gunsten. Der Sieg der Truppen Yugis signalisierte das Ende von mehr als 330 Jahren Herrschaft der Keine Ahnung. Ich danke dir, Tim. Ohne deine Hilfe wäre der Sieg nicht unser. Dadurch, dass du dir den Respekt von Lord Crawford verdient und seine Unterstützung sichergestellt hast, wurde der Fall von Richard den Dritten besiegelt. Ich kann dir nicht genug danken. Gib mir starke Karten. Ich schulde dir auch viel, weil ich es gehasst hätte, auf die Seite der Verlierer zu stehen. Alles, was vom Feind übrig geblieben ist, ist diese verachtenswerte Seto. Lord Crawford, wisst ihr, wo er sein könnte? So wie ich Seto kenne, würde ich sagen, in Stronghang. Verstehe. Ich hasse es zuzugeben, aber ich bezweifle, dass wir stark genug sind, einen Duellanten dieser Klasse auszuschalten. Ich muss dich noch einmal um einen Gefallen bitten. Stell dich dem Bösen entgegen und setze ihm alle Zeit ein Ende. Meister, lasst uns gehen. Ja, wohin denn? Nach Hause? Ja, Leute. Das ist Seto, gegen den wir kämpfen müssen. Und jetzt werde ich erstmal den Part beenden. Schaut auf jeden Fall in den nächsten Part wieder rein. Und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Abonniert meinen Kanal. Und
Ja, das würde mich sehr freuen. Also haut rein, Leute, und tschüss.